ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. O, ist solch ein Gott so wie du. Und er ist von großer Kraft, an dem jeder Mensch schuldig ist. Wo ist euch ein Gott? Jahweh will sich unser wieder erbarmen und all unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Wo ist solch ein Gott, so wie du? La 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 la. Wo ist solch ein Gott? La 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 la. Wo ist solch ein Gott? Denn Jahweh ist barmherzig und er ist von großer Kraft, an dem jeder Mensch schuldig ist. Wo ist solch ein Gott? Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, heute hören wir wieder vom Leben des Mose. Die Schlange, die spielt in unserem Gottesdienst eine wichtige Rolle. Nicht, dass wir etwa das Böse in den Vordergrund stellen wollen, aber in der Geschichte, die wir hören und in der Predigt wird es darum gehen. Aber zunächst wollen wir zusammen das nächste Lied singen, das erste Lied. Das ist die Nummer 454, Auf und mach die Herzen weit. Thank you.
Wir beten mit Worten aus Psalm 31, die Verse 20 bis 25. Wie groß ist deine Güte, Herr! Du wendest sie denen zu, die dir gehorchen. Vor aller Augen zeigt sich diese Güte an denen, die bei dir Zuflucht suchen. In deiner Nähe sind sie geborgen, vor allen Ränken sicher unter deinem Dach. Du nimmst sie in Schutz vor ihren Verleumdern. Dank sei dir, Herr, du hast mir deine Güte erwiesen. Ein Wunder hast du an mir getan, als meine Feinde mich ringsum bedrängten. Ich dachte schon in meiner Angst, ich wäre aus deiner Nähe verbannt. Doch du hast mich gehört, als ich um Hilfe schrie. Liebt den Herrn, ihr, die ihm, liebt den Herrn, ihr, die ihr ihm gehört. Denn er schützt den, der ihm die Treue hält. Doch alle, die sich über ihn erheben, bekommen seinen Zorn zu spüren. Ihr, die ihr auf den Herrn vertraut, seid stark, fasst Mut. Amen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lieber Vater, wir kommen durch deinen lieben Sohn Jesus Christus heute Morgen zu dir und bekennen unsere Schuld. 3 Tage sind es seit unserem letzten Gottesdienst her. Aber die Zeit hat uns schon wieder so im Griff, dass wir wieder einmal vergessen, dich zu loben und dich zu preisen und dir zu danken dafür, dass du uns immer wieder Tag für Tag neues Leben schenkst, dass du immer wieder für uns da bist, dass du immer wieder uns unsere Schuld vergibst, obwohl wir dessen gar nicht würdig sind. Wir bitten dich, sei du bei uns, lenke du unser Tun und Wirken, sei unser Gedanke am Morgen und am Abend. Und lehre du uns halten, was du uns gebietest. Denn dann sind wir auf dem sicheren Weg. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ja, du, Jahwe, bist geduldig, du bist barmherzig und du bist von großer Güte. Du vergibst uns um Jesu Willen unsere Schuld. Darum geben wir dir die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Jesus Christus, du, der du für unsere Schuld ans Kreuz gingst, und das freiwillig und ohne, dass man dich dazu hätte zwingen müssen, gib, dass wir erkennen, was du für uns getan hast. Gib, dass wir erkennen, dass wir nur durch deine Gnade und durch deine große Liebe zu uns leben können. Wir bitten dich, führe du uns auf unserem Weg und sei du unser Licht in der Dunkelheit. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, 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 Amen. Wir lesen im 4. Buch Mose, Kapitel 21, die
Verse 4 bis 9. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, wandten sie sich zunächst nach Süden, um das Gebiet der Edomiter zu umgehen. Aber unterwegs verlor das Volk die Geduld und sie beklagten sich bei Gott und Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser, und dieses elende Manna hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten: Es war nicht recht, dass wir uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit. Mose betete für das Volk, und der Herr sagte zu ihm: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Mose machte eine Schlange aus Bronze und befestigte sie an einer Stange. Wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, blieb am Leben. Halleluja! Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wegen. Halleluja! 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 Wir singen miteinander das nächste Lied. Das ist die Nummer 382. Ich stehe vor dir mit leeren Händen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir lesen weiter im 4. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 10 bis 20.
Die Israeliten brachen auf und zogen weiter. Ihre nächsten Lagerplätze hatten sie in Obot, in Ieb Abarim, in der Wüste östlich des Landes Moab und im Südtal. Von dort zogen sie bis in die Wüste nordöstlich des Arnonflusses, wo das Gebiet der Amoriter beginnt. Der Arnon bildet die Grenze zwischen Moabitern und Amoritern. Deshalb heißt es im Buch der Kriege des Herrn: Die Stadt Waheb in Sufa, die Bachtäler des Arnon, die Hochebene, die sich zur Stadt Ar hin senkt und sich an das Bergland von Moab anlehnt. Von dort zogen sie nach Beer, wo der Herr zu Mose sagte: Ruf das Volk zusammen, ich will ihnen Wasser geben. Damals sangen die Israeliten: Brunnen, lass das Wasser fließen, singend wollen wir es begrüßen. Stab und Zepter edler Leute gruben diesen Brunnen heute. Aus der Wüste zogen sie nach Matana und von dort über Nahaliel und Bamot Baal in das Tal auf der Hochebene von Moab, in der Nähe des Berges Pisgah, von dem aus man die Wüste sehen kann. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt geht das schon wieder los. Man kann es eigentlich nicht mehr hören. Wie oft haben wir schon davon gehört, dass das Volk Israel sich beklagt? Meistens über Essen und Wasser. Ja, eine Wüstenwanderung ist gewiss kein Zuckerschlecken. Wasser, das wissen wir sehr gut, findet man in der Wüste nur, wenn man viel Glück hat oder an Oasen. Wer eine Wüstenwanderung unternimmt, ohne einen bekannten und wissenden Reiseführer, der darf sich nicht wundern, wenn er Gefahr läuft, in der Wüste zu verhungern und zu verdursten. Denn er kennt die Stellen nicht, wo Wasser zu finden ist. Beim Volk Israel verhielt es sich etwas anders. Das Volk hatte einen starken Führer. Einen starken Führer durch Gott selbst und durch Mose. Mose handelte in Vollmacht Gottes, war aber trotzdem immer wieder ein Angriffspunkt. Zum Herrn selbst traute sich das Volk nicht zu sprechen, und so musste Mose immer wieder herhalten. Wie viele Zeichen hatte der Herr schon geschickt, um dem Volk zu zeigen: Ich bin derjenige, der euch in das Land der Verheißung führen will und der dafür sorgt, dass ihr nicht untergeht. Und wieder beklagten sich die Israeliten aus demselben Grund. Und diesmal schickte der Herr Schlangen. Schlangen, von deren Biss viele Israeliten starben. Das kommt uns doch irgendwo bekannt vor.
In der Schöpfungsgeschichte begegnet Eva der Schlange. Und diese Schlange beißt sie zwar nicht, aber führt sie in Versuchung. Und Eva gibt, wie wir wissen, der Versuchung nach und nimmt damit in Kauf, dass sie und Adam und David auch wir über Gut und Böse Bescheid wissen und gut und böse handeln können, aber genauso nimmt sie in Kauf, dass wir Menschen sterben müssen. Und das ist kein Zufall, dass Gott hier Schlangen schickt, durch die die Menschen sterben müssen. Was soll er denn noch tun? Immer wieder das Gleiche, immer wieder Unzufriedenheit, immer wieder Zweifel an seiner Führung. Die Schlange ist das Symbol für unsere Vergänglichkeit. Sie ist das Symbol dafür, dass wir über Gut und Böse Bescheid wissen. Würden wir Gut und Böse recht unterscheiden, dann würde es manches, von dem wir heute wieder hören, nicht geben. Wenn wir Gut und Böse recht unterscheiden könnten, gäbe es keine gewaltsamen Auseinandersetzungen. Es gäbe keine Kriege. Der Mensch ist in der Lage, vernünftig und überlegt zu handeln, heißt es. Ja, in der Lage schon. Aber tun wir dies? Wenn wir alles um uns herum betrachten, dann können einem da berechtigte Zweifel kommen. Und auch wir selbst können uns da nicht ausnehmen. Auch wenn wir niemanden das Leben nehmen oder Waffenlieferungen zulassen. Wir handeln Gott zuwider, indem wir ihn einfach nicht wahrnehmen oder bewusst oder unbewusst aus unserem Leben verdrängen. Wir, die überheblichen Kreaturen Gottes, meinen, wir bräuchten Gott nicht. Wir könnten alles ohne ihn erreichen. Aber noch einmal, wenn wir alles um uns herum sehen und auch unser eigenes Leben betrachten, dann kommen wir nicht umhin, daran zu zweifeln, wie ernst wir Gott nehmen. Wir sind ohne Gott wie Schafe in der Wüste, die ihren Hirten verloren haben. Und so ging es auch dem Volk Israel immer wieder. Wenn sie die Gebote Gottes missachteten oder sich unberechtigterweise über ihr Leben beklagten, dann ging es dem Volk nicht gut. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gott immer wieder Erbarmen mit dem Volk hatte. So schickte er diesmal einen Rat an Mose, dass er eine Schlange anfertigen sollte, die bewirken sollte, dass jeder, der gebissen wurde, nicht sterben musste.
Der Schlangenbiss blieb erhalten, aber er wurde aufgehoben durch Gottes Abbild, das er durch Mose mit der Schlange anfertigen ließ. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er hob das Urteil Gottes auf, dass wir dem ewigen Tod verfallen sind. Die bronzene Schlange, ein Vorbote. Ja, davon können wir ausgehen. Denn der Schlangenbiss, die Sünde, das Schlechte und Böse, wird durch den Blick auf die bronzene Schlange aufgehoben. Gott ist gnädig. Gott ist so gnädig und so voll Liebe, dass er uns seinen Sohn in diese Welt schickte. Aus dem Stamm Davids. Und Jesus tat genau dies. Er gab sich für uns freiwillig in den Tod, damit wir die Distanz zu Gott verlieren. Dass eben Gott nicht mehr das unfassbare, ungreifbare und über allem thronende Wesen ist, zu dem wir voller Angst aufschauen müssen, sondern er machte sich in Jesus uns gleich. Er starb unseren Tod und ging hindurch zum Leben, damit wir vom ewigen Tod verschont bleiben, damit wir Gemeinschaft mit Gott in seinem ewigen Reich haben dürfen, damit wir in seinem Frieden leben können. Nach diesem Erlebnis zog das Volk weiter. Es hatte wieder die Chance. Und Gott gab ihm Wasser. Das Volk verdurstete nicht. Wo Gott ist, ist Wasser des Lebens, von dem wir nimmermehr durstig werden, sondern das uns reinigt, das auch das Volk Israel immer wieder reinigte. Und so ist die Verbindung hergestellt zwischen Israel und uns. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Er ist für alle Menschen gestorben und ist für alle Menschen zum Leben hindurchgegangen. Wir dürfen uns freuen darüber, dass Gott diesen einmaligen Plan zu unserem Heil von Anfang an für uns bereit hielt, obwohl wir dessen gar nicht wert sind, weil wir es aufgrund unseres Menschseins nicht schaffen, nach Gottes Geboten zu leben. Obwohl Gottes Gebote uns sagen, um nur ein Beispiel zu nennen, wenn ihr mit mir seid, dann kommst du gar nicht auf die Idee, einen Menschen zu töten. Und so hebt dieses Wort, dass du sollst nicht in du brauchst nicht auf. Denn wer Gott in sein Leben aufnimmt, der wird ihn nicht verunglimpfen, der wird keine anderen Götter haben, der wird zusehen, dass der Feiertag geheiligt wird. Derjenige ehrt Vater und Mutter und kümmert sich um sie. Er begeht keinen Ehebruch,
Er ist nicht neidisch auf das, was andere haben und begehrt auch nicht danach. Die Liebe Gottes wandelt alles Böse in Gutes um. Und dafür hat Jesus am Kreuz gesorgt. Er ist für uns dahingegangen, damit wir im Frieden Gottes leben können. Wir und alle Völker. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Lieber Vater, wir danken dir durch deinen lieben Sohn Jesus Christus, dass du das Volk Israel immer wieder verschont hast. Es wäre gar nicht auszudenken, hättest du das nicht getan. Dann hätte dein lieber Sohn Jesus nicht zu uns kommen können. Wir danken dir dafür, dass du immer wieder uns unsere Schuld vergibst und voll Liebe auf uns schaust. Wir bitten dich, nimm du alles von uns, was uns von dir trennt, damit wir jetzt froh vor dich treten können und dich loben und preisen können. Amen. Amen. All die Fülle ist in dir, Herr. Halleluja, du bist unser König, oh Herr.
uns helfen willst, dass du uns immer wieder zu dir ziehst, vom Dunkel ins Licht. Wir bitten dich, zeige uns immer wieder neu, dass es ohne dich wirklich nur in die Dunkelheit geht. Dass, wenn wir dir nachfolgen, wir unser Lebenslicht wiederfinden und es nicht erlischt. Wir danken dir, dass du für uns da bist und uns geleitest. Folgendes möchten wir euch bekannt geben. Wir laden herzlich ein zum nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag, dem Sonntag Sexuagesime, 60 Tage vor Ostern. Wir danken euch, dass ihr immer wieder mit dabei seid, dass ihr unsere Gottesdienste schaut, dass wir mit euch Gemeinschaft haben dürfen, dass ihr sie weitergebt. Das dürft ihr auch gerne weiterhin tun. Solltet ihr einmal ein Anliegen haben, was wir ins Gebet mit aufnehmen können, dann lasst es uns bitte wissen. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang noch einmal unserem lieben Freund Klaus Schneider danken, der die Melodie für die liturgischen Stücke in den Mittwochsgottesdiensten geschrieben hat. Auch heute werden wir am Ende des Gottesdienstes wieder das Spendenkonto zugunsten der Flutopfer einblenden. Die Hilfe ist nach wie vor nötig und wichtig. Alle anderen Spendenzwecke könnt ihr aus dem Internet erfahren und auch in den Gemeindeämtern und in den Gottesdiensten. Wir bedanken uns für alle Spenden, die bisher eingegangen sind. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nun miteinander Fürbitte halten. Lieber Vater, wir danken dir durch deinen lieben Sohn Jesus Christus, dass du das Volk Israel
immer wieder verschont hast, dass du ihm bis auf dem heutigen Tage gnädig bist und es behütest. Gib, dass wir nicht vergessen, dass ohne das Volk Israel dein lieber Sohn nicht hätte zu uns kommen können. Wir danken dir dafür, dass er da ist und dass wir ihm alles anvertrauen können und dass er uns unsere Schuld vergibt. Gib, dass wir das nicht vergessen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, wir bitten dich, sei du bei uns. Sei du bei uns in all der Dunkelheit, die uns umgibt. In all dem Durcheinander, das nun wieder herrscht. Wo kein Mensch mehr durchblickt. Ach Herr, schaffe du doch Ordnung in dieses Chaos. Gib, dass wir verstehen, was wir tun sollen und tun müssen. Gib, dass die Verantwortlichen den rechten Weg aus dieser Pandemie und auch aus den aus dieser Pandemie und auch aus den Kriegsherden, die überall in der Welt um uns herum toben, herausfinden. Dass die Bemühungen, die im Russland-Ukraine-Konflikt begonnen haben, Früchte tragen. Dass Verhandlungstische wieder das oberste Ziel sind und nicht Waffengewalt. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, wir bitten dich für alle, die dafür sorgen, dass es uns gut geht. Ob in der Medizin, in der Wissenschaft, im Einzelhandel oder in Lebensmittelmärkten. Gib du ihnen Kraft und Durchhaltevermögen, dass sie ihre Aufgaben zum Wohle von uns Menschen tun. Schütze sie vor allen An- und Übergriffen. Gib auch denen, die für unsere Sicherheit verantwortlich sind, deine Kraft. Und zeige ihnen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass du bei ihnen bist. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, wir bitten dich sehr bei allen, die einsam und traurig sind, bei allen, die geliebte Menschen verloren haben. Sei bei allen, die nicht aus noch ein wissen. Schenke du ihnen den Durchblick. Zeige du ihnen, was der Sinn ihres Lebens ist, damit sie wieder froh werden können. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, wir bitten dich, komm du über unsere Erde und schaffe du Recht, Ordnung und Frieden, so wie du es verheißen hast. Denn wir scheinen dazu nicht fähig. Wir bitten dich um deinen Geist, damit er auf uns alle kommt, damit wir friedlich mit unseren Mitmenschen umgehen können, damit in unseren Familien,
Kindergärten, Schulen, Arbeitsplätzen Frieden herrscht. Wir bitten dich, lass nicht zu, dass Eifersucht und Neid und Besitzgier immer wieder von uns Besitz ergreift. Und dann zeige uns, dass du derjenige bist, auf den es ankommt und dem wir folgen sollen. Alles, was uns sonst noch bewegt, bringen wir nun in der Stille vor dich. Wir bringen dir auch die Menschen, um die wir uns Sorgen machen. Herr Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gib, dass wir auf deinen Wegen bleiben. Gib, dass wir aus den vielen angeblichen Wahrheiten die einzige Wahrheit herausfiltern, die es gibt, nämlich deine. Und gib, dass wir durch dich leben können, atmen können und dir danken, dass du da bist. Mache du uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Zuversicht vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander das Schlusslied. Das ist die Nummer 171. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Schön, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Wir danken euch dafür. Bitte passt auf euch auf, bleibt gesund und geduldig. Und so geht nun hin
mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in den Rest der Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, 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 Amen. Wir hören als Nachspiel: Segne Vater tausend Sterne. Segne uns mit der Weite des Himmels, segne uns mit der Wärme der Sonne, segne uns mit der Frische des Wassers, himmlischer Vater, segne uns. Segne Vater tausend Sterne, segne Vater unsere Erde, segne Vater Meer und Land, segne Vater Herz und Hand, segne uns mit dem Rauschen der Wälder, segne uns mit der Ernte der Felder, segne uns mit der Kraft der Tiere, himmlischer Vater, segne uns. Segne Vater tausend Sterne, segne Vater unsere Erde, segne Vater Meer und Land, segne Vater Herz und Hand, segne uns mit den Träumen der Kinder, segne uns mit der Liebe der Eltern, segne uns mit den Geschichten der Alten, himmlischer Vater, segne uns. Segne Vater tausend Sterne,